Wie heisst du? Daniel. Oh, zwei Daniel. Daniel und Daniel. Daniel und Daniel, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Folgendermaßen, ich habe ihn gesehen auf Facebook über die sogenannte Leihlinie. Und ja, eben, weil das Interesse so gross ist, habe ich mich bei ihm mal gemeldet, auch in Bezug eben auf die ganzen Pädophilie-Sachen und und. Und weil ich gesehen habe, dass wir heute hier eine Wanderung werden machen durch Bern, habe ich mit ihm gedacht, ich melde mich und komme da. Und Daniel, gucken, wo startet hier die Wanderung? Ja, wir sind hier beim Unterpressebrunnen in Bern. Und ich war schon vor 12 Jahren das erste Mal mit dem Boden. Hinten drunter ist der Baphomet viermal und oben sieht man einen Mann, der gerade mit Kindern fressen ist. Und wenn man ja die Geschichte von Epstein kennt und all den Kindsmisshandlungen, dann fragt man sich schon, warum steht das hier? Heißt es dann Kinderfressenbrunnen? Ich finde es einfach, es ist direkt auf einen Kraftort, es beeinflusst die Schwingung, die Energie des Wassers. Dann haben wir jetzt gerade den Rosenquarz reingeschmissen. Und wo ich das letzte Mal hier was gemacht habe, haben sie hier nachher alles aufgerissen. Also, sie bauen dann immer alles um, wenn man was macht, dann machen sie Baustellen, weil die messen die Energie von der Erde. Also ich glaube sogar mit Satelliten sehen die dann, wenn wir machen eigentlich Farbe, wir machen gute Energie. Und sie wollen nur schwarz-grau, damit die Menschen wirklich ihr drittes Auge nicht öffnen und blind bleiben, nicht aufwachen. Und jetzt speichern wir noch ein bisschen gute Energie in den Brunnen. Und dann ein paar Wochen, ich kenne ja viele Leute in Bern, dann kriege ich dann schon mit, wenn ich wieder Baustelle ist. Zum also was hast du jetzt gemacht? Du hast dort ein Kristall reingemacht? Ja, da innen, da vorne. Da ist der Rosenquarz, der ist mit dem Wasser vorne. Weil ich meine, wer frisst Kinder, oder? Ja. Es gibt wirklich in Amerika jetzt schon Kneipen, wo sie Kinder fressen, oder? Abramowitsch, oder? Die macht Bilder und Kunstwerke, wo man Menschenfleisch isst, unterstützt von Bill Gates, finanziert, oder? Nur mal zur Info, dass das da ein Mensch ist, der uns alle impfen will, oder? Zwang. Das merkt man auch gute Energie, oder? Ich habe gesagt, Auffahrt soll alles weg. Weg bringt hier, das stimmt. Schwarze Energie soll weg. Ja, schön, hallo. Ja, merkst du, du hast das noch mitgebildet. Und jetzt machen wir noch eine Meditation hier, oder was ist ja, das? Ja, genau, wir speichern jetzt alle gleichzeitig hier noch Energie drin, weil wir sind ja mehr Rügel. Und nachher trinken wir was, wir essen etwas Kleines, dann wir noch zum Fokus müssen.